So, hallo, hey hey und herzlich willkommen zu Monkey Island, The Secret of Monkey Island Special Edition, um genau zu sein. Wir wollten letzte Folge, haben wir Meathook besucht und haben ihn fertig gemacht, dass er uns rausgeschmissen hat. Und viel mehr haben wir nicht gemacht, außer die ganzen Orte mal wieder zu besuchen und umzugucken. Wir haben die gelbe Blume aufgesammelt und gehen jetzt mal ins Gouverneurin und wollen jetzt den Hunden Woba Gib. Das ist Schiebe. Da ist Gib. Gib Fleisch mit Zutat. Gib Fleisch mit Zutat. An tödliche Piranha-Pudel. Und alle tot. Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Okay. Dann sind sie doch nicht tot. War ja klar. So, und schon sind wir bei der Gouverneurin. Geh zur Vase, untersuche Vase. A priceless Ming. Gleich mal klauen. I don't recognize the man, but he has a great hat. Ja, stimmt. So, gehen wir mal hier weiter. Oh, das können wir nicht. Bücher. No time for reading now. Warum nicht? Okay, dann gehen wir mal zur Tür und öffnen die Tür auch. This door appears to be locked. Blöd. Naja, wir haben immerhin eine Vase geklaut. Mit der Vase können wir auch vielleicht schon was anfangen. Dann gehen wir hier wieder raus. Können wir echt nichts weitermachen? Können wir die Tür öffnen? Ja. Aha! This looks like a job for Fester Shinetop. Das war genau das, was ich wollte. Trash und Spang! Better leave this here. Warum? Zieh sie ihm über. Rash. Hypnotisiere streitsüchtiges Nashorn. Oh. Kaboom. No. Ihr müsst da runter gucken. Schiebe rote Taste. Nicht den roten Knopf. Kaboom. Zu untersuche. Untersuche unglaubliches Lama. It's a big, ugly, hairy yak wearing some wax lips. Schiebe unglaublich gefährlich aussehendes Lama. I can't move it. Nimm die roten Lippen. Ziehe unglaublich gefährlich aussehendes Lama. Nimm Klammerend. Was zur Hölle? Benutze Klammerendhefter auf unglaublich gefährlich aussehendes Lama. Klammerendhefter. So. Now I get it. Gehe zu Büchern. Das betäubt mich nicht alles von alleine. Es ist einfach nur eine Videosequenz, die aber zum Schreien komisch ist. I'll need this. Stil, Stilbuch. Stil. Gehe They must zu. Be nuts. Ja. Nimm. Wachslippen. Gehe zu. Boom. Hack! Also. Gophers! Hört sich mehr wie Meerschweinchen an. Nimm Maulwurfmittel. Was brauchst du von dem Maulwurf? Benutze Maulwurfmittel mit. Noch eine Maulwurf. Benutze Maulwurfmittel mit Maulwurfworte. Benutze Maulwurfmittel mit lustiges Männchen. Untersuche sagenhaftes Idol. It's beautiful. Nimm's mit, nimm's mit, nimm's mit. Öffne Schloss. I can't open it. Dann mach's kaputt. Uh oh. Ein schwerer Stuhl. Benutze schweren Stuhl mit Sheriff. Oh. That should hold him for a while. If only I had a file, I could get the idol. Eine Feile. So, wir brauchen also eine Feile. Aber immerhin haben wir jetzt Maulwurfmittel und Wachslitten und ein Stilbuch.
und ein Klammerentäfter. I bet this will come in handy. Ja, wahrscheinlich schon. I think it's some kind of religious text. Religious text? Und da kommen ganz blöde Witze. Ah, okay. They're yak-sized and covered with slobber. I'm certainly not gonna chew on them. Schade. It says gophers won't come near you with this stuff on. Mhm. Gut zu wissen. Okay. Dann gehen wir hier weg. Das haben wir zerlegt. Dann gucken wir mal, ob wir damit irgendwas anfangen können. Geh zu Pfad. Geh zu Pfad. So, jetzt mal schauen. Mal schauen. Ich überlege gerade, wo ich das Zeugs herbekomme. Was ich brauche, um weiterzukommen. Beziehungsweise wann ich das bekomme. Gehen wir mal nochmal da rein. Ich dachte, ich krieg da was her. Für den Goldstück hey, oder was? Where'd you go? I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, whew, you're gone. See if I ever do you a favor again. What do you want? Gut. Ich könnte ein Pfefferminz gebrauchen. I could really use a breath mint. Das habe ich nicht gemeint, das kriegen wir her. Me. Here, so weiß ich. Take one. Please. Take the whole roll. That'll be one piece of eight. Yep, hab ich da. What else do you want? Nichts sonst, ich kann mir sonst nicht leisten. Haben did Sie you Feilen? Have files? Did you mean hanging files or nail files? Werkzeugfallen. Ja. Yes. Ah, sorry, fresh out of those. Ach, komm what else on. Do you want? Dann leck mich doch im Sack. Ich seh mich yeah, mal I think um. I'd just like to browse. Whatever. Denn mit ihm können wir zwar den Weg zur Ding finden, zur Schwertmeisterin, aber das bringt jetzt noch nichts. Jetzt brauchen wir erstmal das Schwert, dazu müssen wir erstmal Schwertkampf lernen. Und dann müssen wir erstmal noch ganz viel trainieren. Dann gehen wir mal da rein, denn wir können ja nicht mit ihm reden, weil sein Mund stinkt wie sonst was scheinbar. Noch schlimmer als Guybrush. Und benutzen dann die Pfefferminz. That's refreshing. Aber das sollst du nicht benutzen, sondern geben. Ich dachte, man kann das auch mit benutzen machen. Gib Pfefferminz an Gefangener. Dann können wir nicht mit ihm reden. Oh, Grago Mint. How refreshing. Ooh. Thanks. Schmeckt bestimmt geil. So, have you come to release me? Ja. Aber erstmal, wer sind Sie? Who are you? My name is Ores. At least I think it is. I've been in here so long I can hardly remember. You gotta get me out of here before I lose my mind completely! Can't you see? I'm innocent! Das ist eine gute but Frage. Why are you in jail if you're innocent? I was framed! I didn't touch the stupid flowers! What flowers? The yellow Konish Indormi flowers in the forest. It's against the law to pick them. So, how's the food in there? Oh, you know, the usual. Slug, grog, gruel, rats, bugs, and body lice, if I can catch them. I have a carrot cake my Aunt Tilly made, even though she knows I detest carrot cake. Actually, the cook at the bar is an old friend of mine, and sometimes he sneaks me food, like pork trimmings, mostly feet and lips, but once in a while, he brings this really odd rump roast. Mhm. Ja, achso, ja, wegen den Blumen. Ja, die hat man quasi erst hier erfahren, dass die gelben Blumen giftig sind und Hunde schlafen lassen und dass man die pflücken kann im Wald, wo es verboten ist. Ich hab das einfach schon vorher gemacht. That's disgusting. I don't want to hear anymore. Hey man, you asked. Ah, da hast du recht. Also, wer wollte dich reinlegen? So, who'd want to frame you? I don't know who exactly. I think it was a conspiracy. And if there's one type of piracy I don't like, it's conspiracy. Would you happen to have a file? Sorry? You think I'd be in here if I did? All I have is this carrot cake my Aunt Tilly made me. Dann gib mir diesen Karottenkuchen. You can have that if you bring me something to get rid of these rats.
I can't stand carrot cake. Mhm. Und da haben wir doch auch was da. Denn das hält ja alle. Das hält ja auch andere Nagetiere her. Hey, this is my work on the rats. Thanks. Yep. Here's the cake. Danke. So. Müssen wir jetzt einfach benutzen? Hey, benutzen. Ah, da. Wir haben eine Feile. It's a raspy metal file. Ja. Mit dieser Metallfeile gehen wir wieder zurück. Und uns des Idolen haben damit die erste Piraterie-Sache geschafft, um Pirat zu werden, nämlich den Diebstahl. So, öffne Tür. This door appears to be locked. Dann geh halt da rein. I've got the file. Ja, I've got the file. Benutze Stilbuch mit Reiswolf. Warum? Gib buntes Konfetti an schwerbewaffneter Clown. Was zur Hölle? Wirf Wachslippen in Feuer. Hey, das hätten wir alles noch gut gebrauchen können, Mann. Oder auch nicht. Egal. Benutze Pfeile auf 10 Nägel einzeln. Aha. Benutze Pfeile auf Schloss. Das ist schon mal besser. Nimm sagenhaftes Idol und da haben wir es. Geh zu. Puh. That was a close one. Yep. At least I got the idol. Ja, das stimmt. But I'm not done with you yet. Uh-oh. Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Ja, hatte ich echt gehofft. I can explain. So can I. You poisoned the governor's pet poodles. Ja. They're just sleeping. Ja, die schlafen nur. Stimmt. Broke into her house. Die Tür war offen. The door was unlocked. Ja. And stole one of her most valuable pieces of art. No, you've got it all wrong. Oh, really? Oh. Well, let's hear your explanation. Sie hat gesagt, ich könnte das haben. Ich wollte es nur kurz ausleihen. Das gehört in ein Museum. Das gehört in ein Museum. It belongs in a museum. Ta! What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says it belongs in a museum. That's right, it does. Yes. What? You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were on guard? Ja, da hat sie nicht unrecht. Oh, just go away, Fester. I can handle this. I'll deal with you later. Ja, ja, ich hab keine Angst vor dir, Fester Scheintop. Sorry about him. He's new. Kein Problem. I'm Governor Marley. Hallo, schöne Frau. Governor Elaine Marley. So my idol belongs in a museum, eh? Ja. Also nun, Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Tja. So, so. Golly. My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Ja, das ist doch jemand, der meinem Namen gefällt. Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Hey, ich werde der größte Pirat der Welt sein. Your face is too... Was? Sweet. Aww. Oder grpfit. Machen wir grpfit. I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do? Oh, I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Danke. Bye-bye, bitch. Boo. Boo. Murfenkiff. Murfenkiff.
Ich liebe dieses Spiel. I really wish I knew how to talk to women. Yep, bin ich schlecht. So. Wir haben jetzt das Idol und damit die... Where do you think you're going, Froome Wade? Also, ich will das Idol ins Bankstießfach bringen, es ist nicht zu spät, um Freunde zu werden. Entschuldigung, Mr. Shinetop, Sie stehen im Weg. Excuse me, Mr. Shinetop, but you're blocking the doorway. I think you need to cool off. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. This might actually turn out to be a pretty good day. Das kannst du laut sagen, bei mir ist es wohl nicht so gut. So. Dann spare ich mir mal das Spiel, denn ich beende hier die Folge und auch die Aufnahme. Und das ist gerade ein passender und spannender Moment. Wir haben jetzt 1:20 gespielt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge und Aufnahme von The Secret of Monkey 1 Special Edition. Auf Wiedersehen und tschö.